Nee. Blumenstadtkondome. Oder mehr zum Express. Nein, wir sind jetzt ganz rustikal hier. Okay. Willkommen am Vitamin Berge Podcast Nummer 17. Heute habe ich den Fuchs im Haus, nämlich den Jörn. Und bevor wir in das kleine Interview einsteigen, möchte ich schon mal einen Vorab-Info geben, nämlich viele haben es vielleicht schon auf Facebook gesehen, bei dem Cover-Contest. Ich werde demnächst ein PDF, ein kleines E-Book rausbringen zum Thema das perfekte Trailrunning-Foto. Und ja, ich denke, dass ich am 1. April soweit bin und da bin ich schon mal auf euer Feedback gespannt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Interview mit Jörn. Wenn du das ganze Video sehen willst oder die Mitschrift, dann kannst du wie immer in die Shownotes gehen unter vitaminberge.de/017. Viel Spaß, ciao, ciao. Dann beginne ich einfach mal mit einem Wortspiel oder mit einem blöden Spruch, wenn man so will. Liebe Freunde des Berges, heute sind wir bei Bergfreunde. Und neben mir ist der Jörn. Jörn ist eigentlich jetzt in das Lager der Triathleten umgesiedelt. Na. Aber gut, das werden wir dann noch hören. Hallo Jörn. Hallo Robert. Erzähl doch mal kurz, wer dich noch nicht kennt oder für die, alle die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du machst. Ja, ich bin der Jörn, wie der Robert schon gesagt hat. Der eine oder andere kennt mich auch als Fuchs, weil ich seit ein paar Jahren auf inzwischen Foxletics, ehemals Fox Trails, über, ja, ich würde es mal Ausdauersport im Allgemeinen bloggen tue. Ich habe mal gesagt, jeder, der tut, verwendet, immer wenn jemand tut, verwendet, stirbt irgendwo ein kleines Kätzchen. Nee, Spaß beiseite. Und außerdem bin ich, arbeite ich bei den Bergfreunden, dürfte vielleicht auch der ein oder andere kennen, großer Online-Händler und bin hier im Marketing tätig, weshalb wir hier auch sitzen. Genau. Das Coole ist irgendwie eigentlich, du hast damals, als wir uns kennengelernt haben, eigentlich noch im Allgäu gewohnt. Kennengelernt haben wir uns aber tatsächlich hier um die Ecke in Tübingen bei einem Trail-Magazin Revierguide. Ja. Dann waren wir ein paar Mal im Allgäu unterwegs. Jetzt wohnst du hier an der Schwäbischen Alb. Wie ist es denn dazu gekommen? Also ich bevorzuge ja dann doch eher das Allgäu als die Alb. Ich tatsächlich auch. War schlicht ein beruflicher Wechsel. Ich habe im Allgäu gearbeitet, anderthalb Jahre lang. Und als der Vertrag damals auslief, ja, schaut man sich natürlich um nach neuen Möglichkeiten. Und ich hatte damals schon die Verbindung hier zu den Bergfreunden. Und es war eben eine passende Stelle vakant. Und dann habe ich die Chance genutzt. Bin im Süden geblieben, halbwegs. Und bin eigentlich aber trotzdem ganz froh, hier zu sein. Ist eigentlich eine schöne Gegend. Ist nicht mehr ganz so weit bis nach Hause. Ich komme ja aus Hessen. Da kann man die Eltern dann auch nochmal ein bisschen schneller besuchen als aus dem Allgäu. Aber auch im Allgäu ist man in 2 Stunden. Oder am Bodensee geht es ja auch ein bisschen schneller fast, wenn man nicht gerade über die Alp tingeln muss. Und ist schön hier und gefällt auf jeden Fall. Kriegt man hier genug Höhenmeter zusammen oder ist es eher also hügelig? Also man hat tatsächlich die Möglichkeit, ziemlich viele Höhenmeter zu sammeln. Ja, wir sind jetzt vor 2 Wochen Freitag, hatten wir Neujahrsfeier mit der Firma. Da bin ich dann auch mit ein paar Kollegen hingelaufen. Da haben wir 28 Kilometer und, jetzt müsste ich lügen, 1700 Höhenmeter oder 1400 Höhenmeter gemacht. Also wenn man so ein paar Mal die Alp hoch und runter läuft und den einen oder anderen Hügel noch mitnimmt, kriegt man hier recht zackig Höhenmeter drauf. Man kann aber genauso gut, wenn man durchs Neckartal watschelt, auch eine Runde laufen mit 0 Höhenmeter. Null nicht ganz, aber also das kann man schön variieren, aber das kann man im Allgäu auch, wenn man am Fluss entlang läuft, hat man da genau die gleichen Möglichkeiten. Zwar kommt man nicht ganz so hoch wie im Allgäu, leider Gottes, aber ja, nee, ist schon, kann man schon machen. Gibt ja auch eine große Trailrunning-Community hier, den einen oder anderen so aus der Stuttgarter Ecke. Von daher, nee, ist schon eine gute Gegend.
Was sind so die Revier? Also, Jusi sagt mir jetzt was. Wie weit ist das von hier? Oh, im Auto eine Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, wie gut man. Weil das geht ja dort ordentlich hoch und ja. Da hat es, glaube ich, auch ein Gipfelkreuz. Ja, es gibt tatsächlich ein paar Gipfelkreuze hier. Okay, welche gibt es da noch? Oder welche sind empfehlenswert? Ja, gut, okay, die dir jetzt so spontan einfallen. Also, ich sage, unabhängig von den Gipfelkreuzen, was eine tolle, sehr, sehr großartige Gegend ist, sind hin die Bad Urlacher Wasserfälle, wo ja auch, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, ein kleiner Community Run von mir stattfindet am 20. Mai diesen Jahres. Verlinke ich. Zusammen mit Johannes, ich danke dir, meinem Co-Autor. Also Bad Urlach ist großartig, auch wegen den Wasserfällen. Es ist wirklich sehr, sehr schön dort. Dann kann man Liechtenstein empfehlen vom Sky Race oder vom Trail Marathon, wie es ja inzwischen heißt. Die Strecke ist großartig. Aber generell so der Alp drauf ist ja, richtig schön. Hier links von uns ist das Schönbuch. Das ist der Wald des Jahres 2014, glaube ich. Auch da gibt es ein paar Trails, nicht ganz so schöne wie auf der Alp, aber ja doch. Und wenn man ein gutes Stückchen weiterfährt, so eine Stunde Richtung, was ist das denn da hinten, Richtung Burg Hohenzollern noch ein Stück weiter, dann kommt man in die Region der 10.000er. Also es hat tatsächlich auch Tausender auf der Alp, die man auch in einer etwas größeren Runde tatsächlich ablaufen kann. Ja. Also es gibt schon, es sind natürlich keine alpinen Trails, aber für Mittelgebirgs-Trailläufer ist das hier. Denn wir lieben die Mittelgebirge. Aber natürlich. Ist ja Vitamin Berge und nicht Vitamin Alpen. So ist es. Außerdem, wenn man es ganz sachse, darf ich das Alp und Alp ist da eh dasselbe. So ist es. Jetzt, also, ich kann mich noch erinnern, da war mal ein Rubihund, da hast du dich dann nicht rüber getraut, so ganz das letzte Stück, ja. Weil du ja doch nicht ganz so höhenfest bist, also noch weniger als ich. Grundsätzlich warst du aber trotzdem Trailrunner. Jetzt bist du ins Lager der Triathleten so primär gewechselt, würde ich mal sagen. Hast letztes Jahr das erste Mal die Ironman-Distanz ja, Langdistanz. Langdistanz. Achso, stimmt, das Iron Challenge. Ist ja eine, genau. Ironman ist ja eine Firma quasi, die es aber geschafft hat, quasi diese Distanz für sich zu vereinnahmen, so diesen Begriff. Genau, also Langdistanz in Rot. Genau. Hast du auch geschafft. Ja. Ich muss sagen, also ja, würde mich jetzt weniger reizen. Kann ich verstehen. Also in deinem Fall kann ich es verstehen. Wie ist es dazu gekommen, dass du quasi so von quasi 1000 Höhenmetern auf einer schönen Tour auf naja, eher null und dann noch drei verschiedene Sportarten in einer quasi. Da muss ich fast ein bisschen ausholen. Also ich komme, ganz ursprünglich komme ich ja von der Straße. Also ich habe 2000, Tatsache. Nicht zweideutig gedacht. Ja, naja, nee, so weit kam es zum Glück nie. Nee, ich habe 2007 mit Laufen angefangen. Nur für mich erstmal. Bin dann aber ein oder zwei Jahre später im Triathlon gewechselt. Und habe das auch ein paar Jährchen betrieben, auch in Liga, auf Liga-Wettkämpfen und sowas, alles in Hessen. Und mit dem Umzug ins Allgäu, naja, gut, mit den Bergen vor der Tür, war das dann halt irgendwann so, dass man gesagt hat, okay, also ich habe schon vorher zweimal beim Zugspitz-Extremberglauf, hieß es ja damals noch, was heute Scott Rock the Top ist, mitgemacht, habe da auch schon so die Berührungspunkte gehabt, aber so im hessischen Flachland ist halt mit Trailrunning nicht viel, Taunus gut, aber der war auch eine Stunde entfernt damals. Nee, aber mit dem Allgäu kamen die Berge und dann habe ich wirklich mal Triathlon komplett vergessen und habe fast zwei Jahre lang nur Trailrunning gemacht, bis zum Zugspitz Ultra. Das war der Moment. Oh, da kann ich Bilder verlinken. Kannst du Bilder, du warst ja da, genau. Beim Zieleinlauf. 2014. Damals war es irgendwie so, es war Juni, Mitte Juni und das Ding war gelaufen und ich hatte mir aber danach irgendwie für die Saison nichts mehr hingelegt. Und dann saß ich irgendwie ein paar Tage später da und dachte so, toll, jetzt hast du das gemacht. Und es war cool, aber was machst du denn jetzt eigentlich noch das halbe Jahr? Und dann kam ein alter Kumpel und wir haben uns dann mal wieder irgendwie, haben dann wieder mal von alten Seiten sinniert sozusagen. Alte Zeiten ist ja noch ein bisschen relativ, aber der meinte dann, ob ich nicht wieder mal Lust hätte, einfach in Köln beim Triathlon an den Start zu gehen und ich hatte ja alles noch an Equipment, Fahrrad und so war ja da. Schwimmen konnte ich auch noch ein bisschen. Und ja, dann habe ich halt gedacht, okay,
machen wir halt mal. Und hat dann, das war dann wirklich wieder mal so ein Aha, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hast du dein Ziel, wurde ein bisschen trainiert, wurde ein bisschen drauf, ich habe es dann auch nicht so ernst genommen, mehr als Spaßwettkampf. Und habe dann aber gemerkt, dass mich die Lust da wieder packt und dass es halt ja, Bock macht. Und dann bin ich halt hier gelandet und dann hat mir wieder so ein bisschen mehr die Möglichkeit, okay, ich fahre halt entweder Straße und mache ein bisschen Rennrad und gehe das so laufen oder ich gehe mal wieder auf die Alpen und mache Trailrunning. Und ja, ich weiß nicht, es ging dann los und dann war halt plötzlich die Idee da, okay, dann startest du halt jetzt mal den Road. Wolltest Langdistanz wäre dann auch mal wieder so ein Projekt, was du machen kannst. Und dann war halt wieder so dieses, wenn man sich auf eine Langdistanz vorbereitet, ist es halt so relativ schwierig, das mit Trails zu verbinden. Ich habe es ja versucht, weil es ist ja dann auch beim UTLW, also zwar nicht beim langen, aber bei der kurzen Distanz, beim Osterriesen dabei und so, aber klar konzentriert man sich dann natürlich eher auf sowas, weil es ist schon ein Mammutprojekt. Aber das ist so die Geschichte, wie es halt so war. Und was ist jetzt cooler? Du, das ist... Also ich erlebe Triathleten mal sehr verbissen, sehr eng, also so... Ja, doch. Also ich kann für mich sagen, dass ich kenne wenige Ausnahmen. Dass ich beides cool finde, ehrlicherweise. Bei mir kommt es ein bisschen auf die Saisonausrichtung an. Also ich mache jetzt dieses Jahr auch nochmal Rot mit für besagten Kumpel, der mich damals wieder hingebracht hat, weil wir gesagt haben, wir machen das irgendwann auf jeden Fall mal zusammen. Will aber nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Trails machen. Ob ich jetzt 100er laufen will, weiß ich nicht, weil das fand ich damals halt... Gibt auch längere Distanzen, kann ja, sein. Dann mache ich halt die 160 oder gleich Tour de Jean oder sowas. Nee, also was coole... Es ist schwer zu beantworten tatsächlich. Also ich erlebe es auch unter Triathleten und Straßenläufern gibt es eine unheimlich aktive Community, einen harten Kern, wenn ich es mal so nennen will, der sich auch viel aus den sozialen Medien rekrutiert, ähnlich wie beim Trailrunning eigentlich. Also wir waren ja jetzt vor 2 Wochen in Rottgau. Wer das nicht kennt, da läuft man 10x5 Kilometer im Kreis, Overkill. Mhm. Aber wenn da halt 30 andere laufen, Blogger, Twitterer oder so sind, die du auf der ganzen Strecke siehst, ist das halt auch wieder cool und lustig. Und das war halt kein Prioritätswettkampf, also der fährt mir jetzt nicht hin und sagt, will da irgendwie durchballern, sondern es gab auch welche, die haben gesagt, okay, nach 35 Kilometern ist halt Schluss, die laufe ich und dann ist gut. Das ist halt ein Come-Together und diese Community gibt es im Triathlon und im normalen Straßenlauf auch. Nur ist natürlich dadurch, dass es viel mehr Straßenläufer und Triathleten gibt als Trailrunner, verwässert so ein bisschen. Aber wenn man halt drin ist in der Szene, ist es finde ich nicht viel anders als beim Trailrunning. Und klar, die Top 50 Trailrunner oder Top 20, die kämpfen auch ein bisschen um Platzierungen, genauso wie es die Läufer beim Straßenlauf machen. Ich glaube, der große Unterschied ist mehr, dass du halt bei Triathlons und Straßenlauf mehr auf die Zeit schielst. Also so ganz generell, weil du hast deine festen Distanzen, die du immer läufst, 10, Marathon, Halbmarathon, und da ist die Zeit halt das Einzige, wo du dich so ein bisschen danach richtest oder wo du halt den Anspruch hast, ich laufe jetzt nicht, wenn du kannst nicht sagen, ich laufe den Marathon jetzt länger, wie jetzt bei Ultras, wo ich sage, ich laufe jetzt 100er oder 160er und wenn man halt so ein bisschen den Anspruch hat, sich da zu verbessern, ist das halt über die Zeit und wenn man die Zeit halt im Blick hat, hat man halt, sage ich mal, jetzt so im Wettkampf auch nicht so, ist man halt viel fokussierter, weil du guckst natürlich, du musst die Geschwindigkeit natürlich prüfen, dass du nicht zu langsam bist und sowas und dadurch wird man halt natürlich fokussierter, als jetzt, wenn man sagt, okay, ich laufe halt jetzt meine 10 Kilometer bis zur nächsten Verpflegungsstation, dann futter ich was. Auch geil, keine Frage, aber das sind so die, ich glaube, die Unterschiede, die Straßenläufer und Triathleten verbissener erscheinen lassen vielleicht, als es im Endeffekt vielleicht auch sind. Ich weiß nicht, es gibt auch genug verbissene Trailrunner, glaube ich, aber... Definitiv. Nee, dann muss ich vielleicht echt mal eine Lanze brechen für die Asphalt-Junkies. Es ist halt wirklich halb so schlimm, wie man denkt. Also, ja, es hat jeder seine Ziele dort sicher. Wie gesagt, wenn du einen Marathon läufst, die Straßenläufer, die gucken schon nach der Zeit, aber davor und danach ist es auch eine große Familie und es behindert sich ja keiner auf der Strecke. Also, sind alle meisten zumindest nicht. Wenn wir jetzt das ganze Thema Triathlon mal noch ein bisschen in die Berge versetzen, mhm. Du hast mal irgendwann die spinnende Idee gehabt, Inferno-Triathlon. Mhm. Das ist ja jetzt, also normalerweise ist ja relativ flach oder übersichtlich und dort ist quasi der Marathon im Berglauf. So ähnlich, ja. Hast du das immer noch vor oder ist das dann für 2020 gedacht? Und nee, also erzähl mal was über die Strecken ganz kurz. Also beim Inferno hast du 2 Kilometer Schwimmen, was
recht entspannt ist an sich. Ist auch kein großer Unterschied zu irgendwelchen anderen Wettkämpfen. Du musst danach 90 Kilometer Rad fahren. Ich muss gleich überlegen, ich glaube, man hat 2 Alpenpässe drin, also das ist dann schon auch recht knackig. Also 90 Kilometer Rennrad fahren. Da kann man gut was sehen, ja. Und dann hast du 30 Kilometer Mountainbike noch dabei. Und also dann, sind das dann 4 Distanzen? Es sind 4 Abschnitte, genau. Und dann hast du noch einen Berglauf aufs Schildhorn. Zum Schluss von 25 Kilometern. Also es ist nicht die Langdistanzstrecke, sondern eine etwas abgewandelte Variante. Man braucht aber wahrscheinlich mindestens genauso lang. Der Matthias Schwarze aus dem Harz und die Joyce Möwius, die haben das letztes Jahr gemacht. Die haben etwa genauso lang gebraucht wie ich für meine Langdistanzen rot. Ich habe es tatsächlich immer noch lose geplant, beziehungsweise halbwegs fest geplant. Ich muss halt sehen, weil wie gesagt, wenn eine Langdistanz-Saison, da muss man halt einfach gucken, wie die Saison verläuft. Also im März ist die Anmeldung für den Inferno und wenn ich im März sage, das passt alles, dann melde ich mich an. Okay, dann fahre ich dich im März nochmal und dann schaue ich mal. Gerne. Vielleicht komme ich mit. Aber es gibt auch zum Beispiel, gibt auch Cross-Triathlons. Das ist dann tatsächlich Schwimmen, Mountainbiken und Traillauf. Der Traillauf ist dann halt eher, findet dann auch alles im Mittelgebirge statt, ist dann auch eher wellig als einmal auf dem Berg und einmal runter, aber es gibt da schon auch Spielarten von dieser ganzen Geschichte. Eine Spielart, die haben wir ja schon reingebracht, nämlich den Swimrun. da war ich ja jetzt letztes Jahr zur Erstaustragung beim Allgäu Swimrun, da habe ich das erste Mal live gesehen, allerdings auf der trockenen Seite, wenn man soweit ist, es hat geregnet, aber ich war zumindest nicht ganz komplett nass. Ja. Am Gründensee und am Rottachsee. Mhm. Ich glaube schon, ja. Da habe ich mir schon so überlegt, könntest eigentlich mal auch mitmachen? Ja, jetzt muss ich mal anfangen zu trainieren, also zumindest mit Schwimmen, damit ich nicht ganz oder direkt untergehe. Ja. Du hast das auch vor, hast du gesagt. Ja. Dürfte ja für dich eigentlich ein Klack sein. Du läufst, du schwimmst. Ja. Ich wurde gestern überredet von meinem Sportskamerad, der Hai, der heißt wirklich so, Hai. Ist ein Mordschwimmer, wie der Name vermuten lässt. Er ist Asiate. Dann bin ich eher Blauwal wahrscheinlich. Vermutlich, ich schließe mich da an. Nee, weiß ich nicht, das kam gestern, die sind gerade mit der Barbara und mit Andreas, genau, vom Laufsinn in Ulm, sind die gerade Lanzarote, Swimrun Camp. Und wir haben gestern gechattet und dann kam das halt, wobei ich mich da lange gegen verwehrt habe, aber wie es manchmal so ist, so Verrücktheiten macht mir dann halt schon mal, das wird sicherlich auch kein, das wird eher Gaudi. Ich bin mal gespannt, also wir sind jetzt noch nicht angemeldet oder so. Definitiv coole Aktion, ja, gerade zum Jahresabschluss. Finde ich auch. Wobei, so Anfang Oktober in den Seen, wenn die Barbara auf der Website schon schreibt, Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad. Im See war es wärmer als draußen. Ja, das sieht man auf den Bildern auf der Website. ja, also ich bin mal gespannt. Ich bin ja für so Späßchen auch immer gern zu haben und wenn es schon im Allgäu stattfindet, dann muss man da ja mal hin. Zumal im Oktober ist dann eh nicht mehr viel. Ich werde wahrscheinlich wieder den Frankfurt-Marathon Ende Oktober laufen, aber das sind auch nochmal 3 Wochen hin bis dahin und ich bin mal echt gespannt. Also wir sind beides ganz gute Schwimmer. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Ambitionen da irgendwie. Ich muss ihn nur ein bisschen zum Laufen kriegen, den Kleinen, aber... kriegen wir schon. Ja, mal gucken, ob wir da Konkurrenz sind. Dann. Das wäre cool, würde mich freuen. Du hast für dieses Jahr mir noch erzählt, dass du eine Woche mit dem Crosser durch die Alpen fahren willst und dann ab und zu noch quasi Crosser stehen lassen und mal auf diverse Bergspitzen. Ja. Ist es jetzt einfach nur just for fun, also bereitest du dich darauf aktiv vor oder fährst du einfach los und guckst, wo du... Wie weit du kommst, wo du Bock hast, stehen zu bleiben? Nee, also die Idee entstand eigentlich so ein bisschen dadurch, dass meine Eltern auch im August irgendwann in Südtirol im Urlaub sind. Und ich habe mir halt dann überlegt, okay, weil ich jetzt also das ist meine neue Lieblingswaffe, ich habe mir einen Cyclocrosser gekauft, für die nicht wissen, was das ist. Das ist eine Verbindung zwischen, also ein Mix zwischen Rennrad und Mountainbike. Das heißt, man hat eine Rennradgeometrie, ein Rennradrahmen sozusagen. Ist das das Ding, was du bei unserem Videodreh hattest? Genau, ja, richtig. Also ich verlinke das Video, da sieht man ihn dadurch Matsch fahren. Genau, man hat halt ein bisschen breitere Reifen mit Stollen. Genau, das kommt aus Belgien. Also die sind da relativ groß tatsächlich. Ist aber ein richtig geniales Teil für jetzt gerade im Winter fürs Radtraining, aber auch im Sommer. Das macht halt richtig Laune, weil dann kann man auch mal ein paar Trails mitfahren, wenn sie jetzt nicht so technisch sind.
Nee, aber ja, das war so die Idee. Und ich habe halt überlegt, okay, fahre ich nach Oberstdorf, parke das Auto beim Flo Schütz, den hat sie auch schon zweimal, und fahre halt von Oberstdorf aus dann irgendwie über 4-5 Etappen nach Südtirol. Ist ja immer so 40-50 Kilometer am Tag, dass man halt noch 3-4 Stunden Zeit hat, um vielleicht irgendeinen kleinen Gipfel mal zu erklimmen, und dann halt von Gasthof zu Gasthof oder Hütte oder was auch immer so des Weges kommt. Hm. Ich werde die Strecke schon grob planen, aber das ist just for fun. Also ich meine, ich sagte, ich das vielfältige Training dieses Jahr dürfte das eigentlich recht gut machbar sein, dass ich da jetzt nicht größer mich groß vorbereiten muss, um diese Aktion durchzuführen. Ich hoffe, es geht sich alles terminlich aus, so wie ich das geplant habe. Es sind ja dann schon wieder einige Dinge, die man da so reinstopft. Der Inferno ist zum Beispiel auch im August. Da muss ich halt mal sehen, dass das nicht alles irgendwie kollidiert oder so, weil so ganz unausgeruht sollte man halt an so einen Wettkampf auch nicht rangehen. Aber ja, das wäre eine coole Aktion, die ich sehr, sehr gerne machen würde. Aber das ist dann alles wirklich just for fun und ganz gemütlich und kein Druck. Wie hast du es dann mit dem Gepäck vor? Also kleiner Rucksack, 20 Liter. Ich bin mal 3 Tage durch die Gegend gerannt mit einem 10-Liter-Rucksack auf dem Rücken und bin dann halt in Gasthöfen abgestiegen, hatte dann halt ein T-Shirt, eine kurze Hose und ein paar Flipflops im Rucksack, 2 Unterhosen zum Wechsel und es geht schon alles. Also okay. Das ist kein Stress. Und der Plan ist dann halt mit meinen Eltern, also das Fahrrad dann aufs Auto und dann mit meinen Eltern wieder hoch. Okay. Das ist so der Grobe. Mama, Papa, wenn ihr das hört, ihr seid vorbereitet, ja? Gut. So, jetzt aber noch ganz kurz nochmal zu Bergfreunde. Was ist denn deine Aufgabe hier bei Bergfreunde? Bei den Bergfreunden bin ich für die sozialen Kanäle zuständig, also betreue Facebook, Twitter und Instagram zurzeit. Für den Content auf unserem Basislager-Blog, da bin ich quasi Redaktionsleiter in Alleinherrschaft sozusagen, darf bald noch einen Studenten-Sklaven unter mir haben. Und ich mache Kooperationen mit Kletterhallen oder mit Alpenvereinen oder was auch immer, so in die Richtung. Genau. Und da du ja ganz tief in der Community drin bist, kann man, also ich habe es ja vorher schon Triathleten und Trailrunner, aber ja, so generell so diese ganzen Ausdauersportler, beziehungsweise halt so Trailrunning, Mountainbike und was er dann noch so alles hat, gegenüber der Kletter-Community. Also ich habe ja jetzt schon öfter mal gehört, dass die Kletterer dann doch nochmal eigen sind. Das ist sicherlich nochmal ein bisschen ein anderer Schlag von Outdoorer, ja, das ist richtig. Also ich glaube, der Kletterer, der setzt sich dann abends auch, wobei das machen ja die Trailrunner auch mit einem Bierchen sehr gerne nach einer Session oder sowas hin. Ja, ich weiß nicht, also wir haben hier halt so ein paar richtig krasse Boulderer hier bei uns, die, also wenn ich mit denen in die Halle gehe, da schlackerst du mit den Ohren, also die hängen dann 15 Mal an der schwersten Route und geben nicht auf, bis es irgendwie mal geschafft haben, dieses Ding zu klettern, also richtig verbissen teilweise, richtig fokussiert, athletisch vor dem Herrn, also die machen da Bewegungen an der Wand, wo ich mir nur denke, ach Gott, und ich hänge da immer wie so ein nasser Sack, wenn ich das versuche. Nein, also ich glaube, so von der Mentalität her unterscheiden sich jetzt Kletterer auch nicht. Man kann das schon alles unter Bergsportler subsumieren, also es sind alles lockere Leute, mit denen verstehst du dich sofort, also egal ob du jetzt, wie gesagt, Trailrunner bist, die sagen dann, boah, Trailrunner, du läufst in Ultras durch die Berge und du sagst halt, ja, du kletterst 8 Routen irgendwie, ja, und haust dir an Eiswasserfällen im Winter die Äxte um die Ohren, und wo ich dann halt auch denke, what the fuck, darf ich das sagen? Okay. Ich muss mal irgendwann muss mal ein paar Piepser einblenden. Da gibt es so ein explizit, ja, stimmt. Muss man demnächst machen, spätestens nach dem Christian seiner Geschichte von La Palma. Ach so, ja. Nee, aber es ist, wie gesagt, also das ist noch das Schöne an der Arbeit ganz generell. Also du kommunizierst mit den Leuten eigentlich nicht irgendwie, also natürlich sind sie unsere Kunden. Wir haben ja auch einen hohen Servicegedanken, aber ich sag mal, man ist halt Bergsportler. Ja? Man kommuniziert gleich ganz anders. Also
gibt ja die Dutzgrenze zum Beispiel, falls du das kennst, ab 1000 Meter in den Bergen duzt man sich. Und ja, also das ist halt das Coole. Ja. Du kannst halt, das ist aber auch bei uns so ein bisschen auch Kommunikationsvorgabe, sage ich jetzt mal, dass wir halt eher locker kommunizieren auch. Aber das geht halt mit den Leuten. Also wie gesagt, Bergsportler, egal ob es so 15 sind und Monzig Boulderer oder schon 60 Jahre in die Berge gehen, du hast halt einfach eine Connection zu den Leuten über das Hobby. Wie gesagt, egal ob es Wanderer, Kletterer, Tracker, was auch immer es sind. Ja? Und du verstehst dich mit den Leuten. Das ist halt das Coole. Auch wenn du irgendwie nicht der Mordskletterer bist wie ich. Ja, klar. Kannst halt mit den Begrifflichkeiten vielleicht dann gleich viel anfangen, aber das ist okay, da kommt man rein. Das ist, Und was läuft da so am besten? Ich glaube, du hast vor uns gesagt, so Karabiner. Ja, gut, Karabiner sind halt Klassiker, das ist Durchlaufware mehr oder weniger. Nee, also das Schöne ist zum Bouldern, also brauchst du nicht viel, da brauchst du ein paar Kletterschuhe. Gut, vielleicht eine Hose, die ein bisschen Stretch hat und ein Chalkbag und vielleicht einen Crashpad, wenn du draußen boulderst. Von daher ist da jetzt gar nicht so, auch beim Klettern. Also wie gesagt, das Einzige, was du halt viel brauchst, Echsen, also das sind diese, kennst du das? Zwei Karabiner an einem Band, das ist zum Sichern, sind die da. Also dann hängst du dich ein und wenn du dann stürzt, bleibst du in der Echse hängen. Ja. Ganz grob gesagt. Nee, das sind so die typischen Verschleißartikel, aber die kosten dann auch nicht viel. Und der Gurt, den hast du eigentlich ein paar Jahre, den Helm auch. Das ist eigentlich so, ja, also ist jetzt kein außergewöhnlich großer Verbrauchsgut, wo man jetzt sagt, klar gibt es auch da Gear-Junkies, die sich immer, die halt 15 Paar Kletterschuhe zu Hause haben, wie wir 15 Paar Laufschuhe. Mindestens, genau. Oder halt, keine Ahnung, Ultraleicht-Freaks, die halt eine Eisaxt mit 200 Gramm aus Vollcarbon zu Hause haben, die halt 350 Euro kostet. Und ja. Aber das ist wie auch da, kann man sagen, der Bergsportler in seinen vielen Facetten findet sich dann im Kletterer wieder, wie auch im Ultraleicht-Hiker. Was weiß ich, also das ist schon cool. Dann jetzt noch die Fragen, die alle kriegen. Oh. Berge oder Meer, was ist dein Favorit und warum? Ich musste feststellen, tatsächlich, als ich dieses Jahr auf Mallorca war, dass ich die Kombination ziemlich geil finde. Also wir waren da in der Gebirgsregion, in der Serra de Tramuntana im Nordwesten. Und da hat es ja schon auch ein paar geile Berge und wenn du da hochrennst und dann so den Ausblick genießt über diese doch so recht karge Gebirgslandschaft eigentlich und dann im Hintergrund noch das Meer siehst und so, das kann schon was. Aber ich glaube, wenn ich auswählen müsste, definitiv Berge. Definitiv. Also. Sehr gut. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte verbringen, wenn du, glaube ich, mal 3 Monate dort wärst? Also ich bin ja ein kleiner Nerd, ein Zocker. Also brauchen wir Internet. Ich meine, naja, nicht unbedingt. Also wahrscheinlich würde ich so machen, ich würde mir auf jeden Fall ein ganzes Sportzeug mitnehmen und mir im Vorfeld auf meinem Laptop irgendwie 20 Spiele installieren. Und dann würde ich einen halben Tag rennen und einen halben Tag zocken. Und vielleicht noch ein bisschen schreiben zwischendurch, ein bisschen Fotos machen. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Und ich glaube, da kriegt man die 3 Monate relativ schnell rum. Und kochen und essen. Viel essen. Genau, viel Kuchen essen. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Ah, ich glaube eher Sonnenuntergang. Ich bin so ein bisschen Romantiker. Genau. Nee, das weiß nicht. Also Langschläfer. Ja, gut, das könnte man vielleicht auch sagen. Ich finde Sonnenaufgänge auch schön, aber ich glaube, ich finde Sonnenuntergänge irgendwie, weiß nicht, ist halt so. Ich kann es gar nicht genau sagen, warum, aber. Ich fotografiere auch sehr gerne bei Sonnenuntergang tatsächlich. Also es ist irgendwie die Stimmung ist nochmal so ein bisschen anders. Welches Gadget, also Ausrüstungsgegenstand oder also was hast du immer mit, wenn du in die Berge gehst? Wie eigentlich viele die Kamera, aber bei mir ist immer dabei, egal ob ich jetzt Berge gehe oder laufen gehe oder einkaufen gehe oder putze oder was auch immer, ich habe immer Musik dabei. Immer. Was hörst du? Boah. Ich sag mal alles außer Schlager.
Du weißt ja, meine Phobie gegenüber Atemlos kennst du nur zu gut. Gar nicht. Weil du mich sehr oft mit diesem Lied quälst. und ich bin jetzt nicht so der Elektro-Freund. Aber sonst eigentlich alles. Zurzeit höre ich viel Akustik und so deutschen Indie-Rock, Matzen und sowas. Sagt dir wahrscheinlich überhaupt nichts. Aber ich bin so ein Mensch, ich brauche Musik in jeder Lebenslage. Das kann meine Gefühle, also ich drücke mich, also es ist sowas, es kann die Gefühle zum Beispiel beim Sport auch potenzieren. Also wenn ich jetzt einen Berg hochlaufe und super happy über die Aussicht bin und dann noch ein richtig geiles Lied auf dem Ohr habe, wo ich halt atemlos. Das nicht unbedingt, weil dann laufe ich gleich weiter. aber da kann, das ist dann für mich, das kann ich gar nicht beschreiben, das ist einfach so ein Glücksgefühl auf einmal. Und, aber das ist halt, wie gesagt, ich bin halt ein Mensch, ich brauche immer Musik und drücke mich da, das ist, Musik ist halt für mich, ja, keine Ahnung. Gibt ja auch noch Wolle Petri, also alles gut. Ich sehe schon, wir werden keine Freunde mehr, was das Thema angeht. Ich werde dich irgendwann quälen. Ich weiß es. Wenn du aus dem Gründensee aussteigst, ja, nein. Direkt zwei Boxen du mit Helene aber, Fischer. Ja. Welche Kamera hast du, wenn ich das noch schnell fragen darf? Meine Actioncam ist eine Garmin Verb, die erste Generation noch. Okay. Also. Welche drei Top 3 Blocks oder Ressourcen für mehr Berge? Also irgendwas, was du sehr oft liest. Tja, oder anschaust. Was ich mir oft anschaue. Kann auch ein YouTube-Kanal sein, ein Buch. Ich meine, ich sehe jeden Tag ganz viele Berge hier an der Arbeit, viele von Bergen, von daher ist es, und natürlich unsere schöne Bergfreunde Kachel gucke ich mir sehr gerne an, und das sind zwei schöne Berge, nein, Quatsch. Also ich gucke tatsächlich ganz gerne mal irgendwie auf Vimeo, einfach Berge eingeben und dann einfach mal so ein bisschen durchgucken, kurze Videos oder sowas. Wenn es jetzt mal um andere Leseempfehlungen geht, irgendwie, wo es nicht primär um Berge geht, es gibt halt einige nette kleine Blogs, die eine coole Schreibe haben. Mir fällt da zum Beispiel Ender Range ein, weiß nicht, ob du den zufällig ja. kennst. Master of Mimimi, schlimmer als ich in dem Fall. Nee, Quatsch. Aber der hat halt eine tolle Schreibe, den lese ich sehr, sehr gern. Boah. Den Basislager-Blog von den Bergfreunden natürlich. Nein, Spaß beiseite. Ein bisschen Werbung muss auch sein. Ist tatsächlich, ich meine, die sind alle schon genannt. Also, ob es jetzt die Erika mit ihrem Oligunde ist, ob es die Wusas sind, ob es der Flo ist, ob es der Steve ist. Die waren alle schon hier und wurden alle schon, glaube ich, mehrfach genannt. Aber ich empfehle mal, auf Twitter den Hashtag Twitterlauftreff einzugeben. Da findet man einige sehr coole, kleine Blogs, wo man mal ein bisschen stöbern kann, die auch ab und zu mal ein bisschen was über Trailrunning machen, aber auch Straßenlauf featuren, hin und wieder ein bisschen Triathlon. Kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, ich muss für die Hälfte der Hörer wahrscheinlich noch mit dazu verlinken, was Twitter ist. Also, ist seit ich dich kenne, kenne ich auch Twitter, muss ich sagen. Echt? Ich also davor hatte ich quasi mit Twitter nicht wirklich was am Hut oder sowas, weil es ist es ist halt, ja, keine Ahnung. Es ist sehr speziell, aber ich glaube, ich bin da eher bei Facebook zu Hause. Das ist die Mischung also, zwischen... Twitter ist tatsächlich irgendwie einfach ein schnelles Kommunikationsmedium. Also du kommst halt irgendwann nicht mehr hinterher. Nee, also das ist man muss auch tatsächlich, es ist tatsächlich auch so ein bisschen, wie gesagt, jetzt unter den Twitter-Lauftreff-Usern, es ist tatsächlich so ein bisschen ein Chat-Medium. Ja. Tatsächlich, also... Was empfiehlst du gegen Bergweh? Also du bist irgendwie dann doch mal irgendwo im Flachland, Hamburg oder was auch immer, und willst in die Berge zurück. Wie hältst du dich über Wasser? Tja, das ist eine gute Frage. Was würde ich machen? Wahrscheinlich ist das, was jeder andere auch macht. Bildbände, Bilder im Internet, Videos gucken. Und hoffen, dass die Zeit schnell rumgeht. Ich habe ja zum Glück noch einige Nebentätigkeiten, mit denen ich mir die Zeit vertreiben kann. Essen, Computerspielen, Radfahren, Straßenlaufen. Und irgendwo wird es sicherlich auch eine Erhebung geben, wo man mal ein bisschen hochreiten kann. Auch wenn es nur eine Treppe ist. Ja, Gott, noch eins. Oder eine Rolltreppe.
Das ist eine gute Idee. Kann ich übrigens Bergtraining machen. Genau. Das war dann ein bisschen komisch aus, wenn der Mall Lift-Simulation. Ja, genau. Irgendwo immer mit Treppen hochrennen, mit dem Lift wieder runterfahren, Treppen hochrennen, Lift hochfahren, runterfahren. Ja. Soll ich andersrum machen? Okay. Ja. Ich laufe lieber runter. Ja, stimmt. Du bist eher der Downhill. Wen würdest du gerne mal hier im Podcast als Gast hören? Viele von den Blogs, die du genannt hast, die hatte ich ja schon. Die waren schon alle da. Hast du jetzt vielleicht irgendeinen, wo du sagst, der ist mir bei Bergfreunde mal aufgefallen oder in deiner Arbeit, du kennst jetzt auch viele von Messen und bist sehr gut vernetzt. Ja. Irgendjemand, der vielleicht mal nicht läuft? Und da gibt es sicherlich, also wenn du den Kontakt willst, kann ich den gerne herstellen. Wir haben gute Kontakte zum Fritz Miller, das ist ein Kletterer, Alpinist. Der ist bei VD so ein bisschen dabei. Bei uns auch in unserem klitzekleinen Pro-Team. Das zwei Personen besteht momentan. Das da hinten auf dem Bild, das ist der Fritz links. Mhm. Auch eine ganz nette Kollege, der kommt hier aus Reutlingen, ist beim DAV, ist Kletterbergführer. Der hat auch ein paar richtig tolle Geschichten zu erzählen und ein paar richtig schöne Bilder. Der war jetzt in Feuerland vor kurzem. Gibt's wer? Feuerland. Nee, wer? Der Fritz. Ah, so. In Patagonien. Ach so, er kommt von hier, okay. Haben wir das, also ist ein halbstündiger Film, den haben wir gerade, ich glaube der zweite oder dritte Beitrag bei unserem Basislager-Blog, könnt ihr euch angucken, ist richtig geil. Verlinke ich. Richtig schönes Video. Ich kann dir den Kontakt mal geben, das ist echt ein cooler Typ. Wir haben theoretisch ja auch ein paar Kollegen, die sicherlich ein bisschen was zu erzählen haben. Also in der IT haben wir einen sitzen, der auch viel Hochtouren macht und sowas. Das ist jetzt... Das sind alles keine Twitterer und Facebooker. Und müssen sie nicht sein. Du kannst natürlich auch gerne mal meinen Co-Autor, den Johannes, interviewen, wenn du möchtest. Das ist der Schinkennudel mit Ketchup, der ja auch ziemlich versierter und guter Trailrunner ist. Schönen Gruß an der Stelle noch. Der läuft ja dieses Jahr mit dem Flo Transalpine Run. Genau. Den kannst du gerne auch mal vor die Linse holen. Der hat auch immer sehr. Mit dem kannst du mal im Frühling auf die Alp gehen. Der kennt sich nämlich, was die Flora dort angeht, sehr, sehr gut aus. Der kann dir dann, ist immer schön, wenn ich mit ihm im Frühjahr so laufe, dann kriegst du immer erzählt, was da gerade so für Blümchen blühen und. Stehe ich voll drauf. Ja, denke ich mir. So skeptisch, wie du gerade guckst. keine Ahnung. Den kannst du dir mal holen. Okay, nee, reicht ja, ist ja super. Wenn man mehr von dir lesen will, also auf Twitter bist du Foxletics? Genau, eigentlich überall unter Foxletics, also foxletics.com ist der Blog. Facebook-Seite gibt es, Twitter gibt es, Instagram gibt es. Man liest ab und zu mal was bei uns hier auf dem Blog von mir, ist aber eher jetzt... Ich verlinke einfach das Ganze mach und mal, wenn jemand Bock hat, dann soll wer, sich wer, mal... Wer halt aber haben. Quasi das will, was ich privat so treibe, dann... Foxletics, wie gesagt, da sieht man dann auch ab und zu jetzt was vom Johannes, von seinen Geschichten, die er so treibt. That's me. Wunderbar. Sind wir schon. Danke ich dir. Es ging ja zu schnell. Ach, wir können nach Ewigkeiten. Das kann ja auch nur der erste Teil sein. Den zweiten Teil machen wir dann, verrate ich dir meine besten Burger- und Kuchenrezepte. Genau, da machen wir dann mal eine Koch-Podcast. Das lass doch mal machen. Kommst du bei mir zum Kochen vorbei, dann interviewst du mich beim Kochen. Genau. Guter Wunderbar. Schön. Dann sehen wir uns beim Vitamin Berge Kochkurs und jetzt bin ich mal gespannt, wenn du dir noch ein, zwei Räume zeigst. Genau, ich führe dich jetzt mal ein bisschen rum. Genau. Also, ciao, ciao. Ciao, mach's gut.